Und willkommen zurück bei EU4, ja? Wir sind im Jahr 1616 und es wird langsam Zeit, einmal, dass wir Afrika, zumindest Subsahara, unter unsere Kontrolle bringen, soweit wie es eben möglich ist. Und dass wir ein bisschen die Natives hier vertreiben, um Kaskadien zu holen. Währenddessen, wo wir schon dabei sind, Ureinwohner zu vertreiben, machen wir das gleiche auch in Südamerika. Und es funktioniert doch alles relativ reibungslos. Also einfach Truppen schicken, belagern, ein paar Monate warten und die Sache ist gegessen. Und dann geht es auch mit den Peace-Deals ziemlich schnell. Da haben wir unseren Vasallen Yao annektiert und sind damit haben einen weiteren Schritt damit gemacht, die Subsahara zu vereinen. Hier ist Kaskadien ja wie im Theoretisch schon genug Provinzen. Das heißt, ich werde auch die nächsten Kolonisten woanders hinschicken. Wohin das geht, seht ihr dann gleich. Währenddessen in Südamerika die ehemaligen, also schaut ein, zwei Folgen zurück, vor 20 Jahren oder so waren da, hatten wir noch keine Kolonie und jetzt sind fast alle Ureinwohner vertrieben worden von uns. Das ist schon extrem. Jetzt können wir eine neue Idee für uns, wir können uns für eine neue Idee entscheiden. Da habe ich geschwankt zwischen diplomatischer Ideen oder Einflussideen, aber dann habe ich eben geguckt, wie es mit den auch Freiheitsstreben unserer Untertanen aussieht und all das, und da sind die Einflussideen für uns einfach momentan besser geeignet. Währenddessen sind da noch ein paar Ureinwohner übrig geblieben und auch die rotten wir aus und jetzt senden wir unseren ersten Kolonisten nach Hawaii. Ich habe mir überlegt, dass wir Richtung Australien gehen für eine neue Kolonialnation, aber auch Richtung China, und der Gewürzhandel ist ja sehr lukrativ. Nur von mal, was die Handelsknotenpunkte angeht, liegen wir ja halt nicht, wie sagt man, downstream. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Kolonial Brasilien und so weiter uns keine Gold- oder Silberflotten schicken kann. Das ist ziemlich schade, da geht jetzt einiges an Geld flöten, aber so ist es eben, wenn man in Afrika die Hauptstadt hat. Dann müssen wir uns weiterhin um Rebellen kümmern, also wir hatten da immer, glaube ich, 20 bis 30.000 Mann stehen. Und dann geht es weiter mit den Kolonialkriegen. Die Waffenstände sind ausgelaufen und dann keine Zeit verlieren, direkt hin, Südamerika zu vereinen und damit den Südatlantik komplett zu umschließen, das ist ja unser Dream. Kaskadien, ihr seht, haben wir dann auch als neue Kolonialnation. Wie gesagt, umbenennen. Da muss ich noch gucken, ob ich vielleicht ein größeres Wörterbuch finde. Dann geht es weiter in Südamerika. Also es ist wirklich immer nur hier. Nordamerika erobern, dann Südamerika, dann die Waffenstillstände vorbei. Und jetzt gehen wir, das ist der allerletzte Krieg, ich sag's wie es ist, gegen diese afrikanische Nation, und wir annektieren sie komplett und damit, ihr seht, sind wir quasi fertig, bis auf Benin, unser eigener Vasall, aber ist ja okay. Dann haben wir noch ein, zwei kleine Provinzien von Portugal und Spanien. In Südamerika beenden wir auch den Krieg und hier könnten wir das erste Mal in einen Krieg angreifen als Großmacht. Polen, Litauen und Österreich gegen Russland, aber das haben wir nicht gemacht, für uns strategisch gesehen wäre das absolut unnötig gewesen. Aber jetzt wird es gleich sehr spannend. Ja, ich habe ein bisschen noch Wirtschaft gezeigt. Wir gehen nämlich nach Taiwan. Denn was mit Ming los ist, ist absolut krank. Sie sind zweimal im Krieg und sie haben 4000 Soldaten und 4000 Ryuken-Reserve. Also sie haben nichts mehr, um sich am Land zu verteidigen. Wir werden noch ein paar große Kriegsschiffe bauen und dann da absolut so schnell wie es geht rüber segeln. Denn das gibt Geld, das gibt Macht und es gibt auch neue Handelsrouten, die wir dadurch eröffnen können. Und ihr seht, wirtschaftlich geht es uns sehr, sehr gut. Und wenn wir dann noch Ming erobern, die wirklich fast hoffnungslos, in einer hoffnungslosen Lage sich befinden, mit 4000 Mann. Und es sind irgendwie Platz 4 Großmacht. Also da wollen wir auf jeden Fall zuschlagen. Oh, nicht mehr. Sind Platz 6 Großmacht. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, wie wir uns gegen Ming schlagen. Denn das wird sehr relativ schnell gehen, wie wir jetzt den Krieg erklären. Und vielleicht will ich auch mal gegen Spanien Krieg führen. Aber das seht ihr, wie gesagt, im nächsten Mal. Ciao, ciao.